Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Mein Name ist Torben und heute gibt es einen Haartransplantationsvlog. Ich selber werde morgen zu Iliter nach Istanbul, Türkei fliegen. Hab das jetzt vor einem Monat circa ausgemacht. Ich selber kann ja mal hier so das vorab zeigen. Ihr kennt es ja selber von den anderen Vlogs, wo ich mal vielleicht keine Cappy oder eine Mütze auf hatte. Also hier, wie man sieht, meine Hairline ist sehr weit nach hinten gegangen über die letzten 7 Jahre. Ich selber habe seit, ich glaube, seitdem ich 16 bin oder 17 bin, immer mehr Haarausfall bekommen. Hab da selber schon so ein paar Produkte einfach getestet, hat ehrlich gesagt nicht so viel geholfen. Und deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, diese Woche meine Haartransplantation. Und in diesem Video zeige ich euch einfach mal so ein bisschen den Eingriff, ein bisschen die Klinik und eventuell auch in diesem Video oder eventuell in einem zweiten Video, wie einfach so die nächsten Wochen aussehen werden. Also letztendlich das Endergebnis wird ja immer ein bisschen dauern. Dauert immer mehrere Wochen, bis da wirklich die Haare dann auch wieder wachsen. Kann bis zu 12 Monate dauern, bis man das Endergebnis sieht. Genau. Also Leute, falls euch schon vorab dieses Video gefällt, könnt ihr gerne Abo, Like und Kommentar da lassen. Würde mich freuen, ist auch by the way kostenlos. So Freunde, ich melde mich jetzt nochmal hier im Voiceover und werde euch mal so ein bisschen begleiten in dem Video. Also wenn man hier sieht, das ist jetzt der Hinflug von Frankfurt aus nach Istanbul, Türkei, mit der Turkish Airlines. So, ja, hier sieht man nochmal ein bisschen den Ausblick. Natürlich gab es auch bei dem Hin- und Rückflug Essen, Getränke, also ein bisschen Verpflegung war am Start. War ganz nice. Ich glaube, der Flug ging irgendwie 3-4 Stunden, also war auch ganz okay. Dann angekommen dort, wurden wir auch abgeholt direkt. War alles mit im Preis inklusive. So, und dann ging es direkt auch in die Klinik, in die Iliter. Ist im Norden von Istanbul. Wurden halt die ganzen Tests gemacht, die Crafts, schon so ein bisschen analysiert und so weiter. Multicrafts wurden nachgeguckt. Markierungen wurden schon gemacht, wo halt dann die Crafts auch reinkommen. An welchen Bereichen, welchen Stellen. Dann wurden die Haare auch schon abrasiert nach den ganzen Tests. Ich habe mich dann für eine Glatze entschieden, weil man dann es auch besser einsetzen kann. Ja, war auch ziemlich krass. Also das erste Mal mich mal mit einer Glatze zu sehen. Letztendlich wurde dann auch die Craft-Anzahl von 3500 auf 4400 erhöht. So kamen wir dann letztendlich auf einen Gesamtpreis von 2900 Euro. Exklusive der Flüge, die muss man dann nochmal selber bezahlen. Genau, und dann nach dem Klinikaufenthalt von Tag 1 ging es auch direkt ins Hotel. Das war das Delta Hotel bei Marriott Istanbul. War ganz okay, die Betten waren ein bisschen hart, plus ein Hotelmitarbeiter hat uns eine schlechte Empfehlung gegeben, und zwar für dieses folgende Restaurant, ist das Miraport Restaurant unter der Galata Brücke. Ist letztendlich eine Touristenfalle, ich glaube am Ende wollten die 260 Euro haben. Wir haben dann am Ende runtergehandelt auf 100, war halt eine absolute Frechheit, also ich werde da wahrscheinlich mich selber nochmal beschweren beim Management, weil der Preis war letztendlich echt nicht gerechtfertigt. Ja. Ist einfach definitiv nicht zu empfehlen, falls ihr mal auch das machen wollt, in Istanbul irgendwie in Urlaub oder so. Also kann ich euch das definitiv nicht empfehlen. Und damit ist schon der erste Tag dann auch geendet. Das ist jetzt schon nach dem zweiten Tag, nach der OP. Craft-Entnahme 3 Stunden gedauert, Craft-Verpflanzung 4 Stunden. Ich habe mich dafür die Deep Sleep-Methode entschieden. Das ist dann erstmal die 20 Minuten am Anfang erstmal narkotisiert, also Vollnarkose. Damit einfach die Spritzen keine Schmerzen verursachen. Das Endergebnis sieht man dann nach 12 Monaten. Und jetzt bin ich aktuell in der Phase, wo man spezielle Haarpflegeprodukte benötigt. Genau. Ja, ich bin jetzt schon zufrieden so halbwegs mit dem Ergebnis bisher. Aber ja, mal schauen, wie es jetzt dann so in den nächsten Wochen und Monaten wird. Genau. Also, falls euch das Video und dieses Voiceover gefallen hat, könnt ihr gerne Abo, Like und Kommentar da lassen. Würde mich freuen. Ist by the way auch kostenlos. Habt noch einen schönen Tag. Euer Torben.